Der freie Fernsehsender FS1 und Brücke TV präsentieren demnächst auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 vom 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Diese Episode wird uns die spirituelle Stadt Damanhur näher bringen. Hier insbesondere im Hauptteil die Gäste Nandu und Matthias Wölfle von Damanhur. Sie zeigen Prinzipien einer erfolgreichen, evolutionären Gesellschaft auf. Hey, wir starten mit zwei wunderbaren Menschen. Prinzipien einer erfolgreichen, revolutionären Gesellschaft. Evolutionären Gesellschaft ist das heutige Thema, mit dem wir eröffnen. Und ich möchte euch hiermit und das Mikrofon an diese zwei Menschen übergeben. Begrüßt mit mir mit einem großen Applaus Nandu von Damanhur und Matthias Wölfle. Viel Spaß. Dankeschön. Danke, Alex. Also unser Titel, Prinzipien einer evolutionären, revolutionären Gesellschaft, ist nicht ein philosophisches Thema nur, sondern wir leben und wir wachsen in einer Realität, wo das tägliches Brot ist. Also es kommt ganz aus dem Pragmatischen, ganz aus über 40-jähriger Erfahrung. Ich bin Nandu Moringa, ich bin nach Damanhur gestoßen, weil ich seit den 70er Jahren war ich ständig auf der Suche nach der idealen Gesellschaft für mich. WGs, alle möglichen Lebensgemeinschaften. Ich habe immer weiter gesucht, ich habe Philosophie studiert, um mich damit auch auseinanderzusetzen, bis ich dann schließlich vor 9 Jahren Damanhur kennengelernt habe und sich dort alle meine Träume an einem einzigen Ort zu verwirklichen schien. In Damanhur bin ich inzwischen Lehrerin an der Freien Universität, an der Meditationsschule. Ich gebe Kurse mit meiner Spezialisierung in Klangheilung, Bewegung, Stimme. Bin aber auch seit diesem Jahr die österreichische Botschafterin für Damanhur. Also, wer hinterher oben am Stand mehr Interesse hat, also ich bin heute und morgen da, gebe ich gern mehr Auskunft, auch über Besuche, über Kurse, über alles, was möglich ist. Matthias? Matthias Wölfle. Zu meiner Person, viele kennen mich ja. Ich habe eine Presseagentur gehabt, die ein bisschen zu erfolgreich geworden ist in den 90er Jahren, wo ich dann die Strukturen im Hintergrund kennenlernte und mir immer mehr die Frage gestellt habe, warum gibt es diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, die einen, die etwas wissen und die anderen, die nichts wissen und auch unwissend gehalten werden. Und da hat dann die Suche begonnen und das Beenden dieser Presseagentur, dieser Öffentlichkeitsarbeit, um eben das Dahinterliegende zu entdecken, für mich zu erobern und das zu verstehen, die höheren Prinzipien. Das ist ein relativ langer Weg, es ist ein sehr anstrengender Weg. War für mich kein Problem, ich bin auch aus dem Extremsport gekommen. Ich war im Nationalteam österreichisches Fallschirmspringen mit 5000 Sprünge, 8 Weltrekorde. Gemeinsam mit einem Grazer Universitätsprofessor sind wir gemeinsam als erste Österreicher mit dem Fallschirm am Nordpol abgesprungen, am 14. April 1995. Das heißt, dieses Erreichen von besonderen Zielen, das ist schon irgendwie so auf meinem Weg gewesen. Und als ich dann auf mehreren Kontinenten gesucht habe nach den Antworten zu meinen Fragen
habe ich gar nicht so weit weg von mir, 1000 Kilometer entfernt, das ist ja gleich um die Ecke, habe ich dann eben Damenhaar entdeckt. Und gerade heuer, jetzt in einer Woche, nächste Woche beim Sommersonnenwendefest, habe ich mein 20-Jahr-Jubiläum. Also zum Sommersonnenwendefest 1997 war ich das erste Mal unten. Und da hat der Gründer noch gelebt, ich habe also mit ihm Interviews gemacht, er hat Vertrauen in mich gehabt und hat mir Fotos machen lassen von sehr interessanten Einrichtungen, die nicht so offiziell in den Zeitungen zum Sehen sind und so. Gell? Erfindungen, Entdeckungen, Forschungsergebnisse, Maschinen, Technologien und dergleichen. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich gesagt habe, also da komme ich öfters her. Ne? Das war vor 20 Jahren. Und ich habe mich trotzdem entschieden, hier zu bleiben, in Österreich, um eben diese Dinge zu verbinden. Also das, was ihr jetzt hört, hört sie jetzt eigentlich aus einem Filtrat heraus, Nandu, die ständig in Damenhaar wohnt, und meine Wenigkeit, die also diese Dinge aufnimmt. Ich habe sehr viele Kurse, Seminare gemacht, fahre jedes Jahr fünf bis acht Mal nach Damenhaar runter und bringe dann diese Dinge dann auch nach außen. Aus dem heraus sind auch Forschungsgruppen in Österreich entstanden. Wir haben eigene kleine Gruppierung in Wien gehabt oder haben sie immer noch, die Pflanzenmusik, Pflanzenkommunikation, die Faszination der Pflanzen, wie die in ihrer Kommunikationsfähigkeit den Menschen weit überlegen sind, was die für Phänomene haben, warum sie und wie sie in manchen Bereichen in der Intelligenz den Menschen überlegen sind, hat in unseren Vorführungen sogar eine Universität in Wien interessiert, und wir haben ein Forschungslabor bekommen. Für 4 Jahre lang ist es in Wien auf einer Uni gelaufen, mit sehr interessanten Ergebnissen, weiteren Einladungen zu Forschungen und dergleichen. Und ja, ihr werdet jetzt in weiterer Folge einige sehr interessante, filtrierte, zusammengefasste Erkenntnisse von uns hören, eben mit dem Thema des heutigen Tages, das wir haben, wie erfolgreiche Gesellschaften funktionieren und was es dazu braucht, dass der Erfolg kommt, und was man weglassen sollte, um unnötig Reibereien, unnötige Spannungspunkte, was ja etwas Normales im menschlichen Leben ist, möglichst zu vermeiden. Ja, und damit darf ich wieder an Nandu zurückgeben. Okay, über Damenhaar zu reden, ist immer eine sehr große Herausforderung. Denn Damenhaar ist was so Komplexes, so Vielschichtiges, dass man eigentlich immer nur einen Teilaspekt rausnehmen kann in so kurzer Zeit. Heute haben wir uns also auf die Prinzipien konzentriert, und wir fangen jetzt einfach mal an zu erklären, wie entstand Damenhaar eigentlich? Und da kommt schon ein erstes Grundprinzip raus. Also Damenhaar entstand 1975 aus einer Gruppe von Menschen, die das menschliche Potenzial in seiner ganzen Größe ausschöpfen wollten, erforschen wollten, verwirklichen wollten. Und dazu haben sie nicht nur angefangen, sich mit dem ganzen altertümlichen Wissen zu beschäftigen und mit dem esoterischen Wissen verschiedener Geheimschulen, sondern sie haben sich einfach auch durch viele Experimente selber ausprobiert und wissenschaftliche Kenntnisse hinzugezogen. Das fing an als eine Forschergruppe, die einfach 360 Grad das ganze Leben betrachtet hat und überlegt hat, wo können wir noch Sachen entwickeln, die eigentlich unserer menschlichen Natur entsprechen, die aber bisher von unserer Konditionierung in der heutigen Gesellschaft überhaupt nicht betrachtet oder in Betracht gezogen werden und dadurch die Entwicklungsmöglichkeit gar nicht gegeben ist von Kindheit an. Diese Forscher, die haben sich am Anfang wöchentlich getroffen. Ziemlich schnell haben sie gemerkt, das reicht gar nicht. Das ist so interessant, was wir da entdecken. Wir müssen uns viel öfter treffen. Wir müssen die Wochenenden zusammen verbringen. Und daraus entstand dann in ziemlich kurzer Zeit der Wunsch, zusammenzuleben. Denn im Zusammenleben wurde dann der Alltag des Forschungsfeld und vor allem auch die Anwendung von allem Erforschten. Denn sie sind dann ganz klar auf die Idee gekommen, also wenn all diese irrsinnigen Sachen, die wir hier jetzt erfahren, erforschen,
die wir zu in unser Wissen dringen, wenn wir die anwenden in einem Alltagsleben und wenn wir die anwenden, um eine neue Gesellschaft aufzubauen, dann können wir einen riesen Unterschied machen. Dann können wir was ganz Revolutionäres, Neues erschaffen. Dann können wir unseren Traum, den kühnsten Traum von unserer Selbstverwirklichung als Menschen, Wirklichkeit werden lassen. Magst du was dazu sagen? Ja, gern. Das hat es jetzt gespürt. Mhm. Wir haben diesen Punkt uns gar nicht vorbereitet, aber ich finde das so synchronisch völlig passend, gell? Weil diesen Traum, was ist, ich habe mir jetzt gerade jetzt überlegt, was war das bei mir, wo ich gesagt habe, ich möchte Weltrekorde machen. Ja, ich wollte meinem Vater beweisen, dass ich es zusammenbringe, ja, dass ich das kann. Aber was dahinter gestanden ist, ist dieses diese Zuversicht, das Wissen in meine eigenen Fähigkeiten und dieses der Glaube an die eigene Leistung, dass das funktioniert. Und selbst wenn das noch so eine ungewöhnliche Geschichte ist, dass es keine Barriere gibt, außer in meinem Kopf selber. Weil bei jedem Weltrekord hast du etwas gemacht, was für dir noch keiner gemacht hat. Gerade wenn es im Sport ist, dann war das nicht irgendein Jux-Weltrekord, sondern etwas, wo sich über Jahrzehnte viele Menschen auf dem Planeten darum bemüht haben. Und dieses Erfahren, dass es möglich ist, etwas zu erreichen, etwas Respektables, Wertvolles, was vor dir noch keiner gemacht hat, dass du besser bist und dass du dann auch wieder überholt wirst von denen, die nach dir kommen, das ist etwas, was ich im spirituellen Bereich in Damanhur dann wiederentdeckt habe. Es ist auch eine Altersfrage. Also mit 20, 30 war die Zeit des großen Aufbruchs, was kostet die Welt. Aber jetzt habe ich was zum Hinterlassen. Ja, ich habe erwachsene Kinder, ich habe Studiengruppen, ich unterrichte auf Schulen und dergleichen. Ja. Das ist es, weil dieses Wissen, das gehört bewahrt, das gehört festgehalten, es gehört weitergegeben. Weil dieses Wertvolle auch anderen vermittelt gehört, um ihnen zu helfen auf ihrem Weg. Wenn sie Fragen stellen, die Fragen zu beantworten und ihnen zu sagen, das Rad brauchst du nicht noch einmal neu erfinden, mach das so und so, das funktioniert, mach was Neues. Ja. Diese Erweiterung, diese Diversität. Und genau das finde ich eben bei Damanhur. Ich bin mit einem Rinpoche durch Tibet gezogen oder bei dem Aoris in Thailand gewesen und so. Aber das, was da wirklich gleich um die Haut hier in Europa ist, ist etwas sowas Außergewöhnliches. Nicht nur, weil es ist die prunkvollste unterirdische Tempelanlage der Welt. Ja? Das ist so etwas, was sich so schmissig sagen lässt. Aber diese ganzen besonderen Erkenntnisse, dieses Wissen, was generiert worden ist, was das im Hintergrund ist, das ist das wirklich Wertvolle. Und wenn dann vereinfacht gesagt 1000 Menschen mal 40 Jahre, ihr macht ja keine Vorstellung, ich habe die Bibliotheken gesehen in Damanhur, über alles wird Buch geführt und niedergeschrieben, damit es nicht verloren geht, dieses Wissen. Man braucht da wirklich 100, 200 Jahre, um das durchzulesen in der Zwischenzeit. Das ist unermesslich. Ich habe einmal ein paar Stunden im Archiv unten gearbeitet und habe mir das angeschaut. Und das ist unglaublich. Auch bei meinen jetzigen Vorträgen oder wenn ich unterrichte, verwende ich Erkenntnisse ganz massiv von Damanhur. Weil das wesentlich mehr an Kraft hat, an Beständigkeit hat. Also was ganz außergewöhnlich eben ist, dass, okay, in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, da spricht jeder über, wie die Gedanken Wirklichkeit erschaffen können, dass unsere Wirklichkeit von uns selber geschaffen wird. Man spricht über die Synchronizität, man spricht vermehrt über die Quantenphysik, man spricht vermehrt über diese ganzen Konzepte, wo Wissenschaft und Spiritualität sich treffen. In Damanhur war das der Ausgangspunkt vor 43 Jahren. Das war der Ausgangspunkt, überhaupt anzufangen, zu wissen, dass wir fähig sind, über unsere Wünsche, über unsere Träume eine Wirklichkeit zu verfestigen. Und da eben alle Lebensgesetze mit reinzunehmen und zu erforschen, wie wir das machen können. Natürlich hat es zu einem enormen Wissen geführt. Am Anfang war das vor allem
begrenzt, sagen wir mal, ganz am Anfang auf die allgemeine esoterische Studien und dann ganz im Besonderen auf das Gesundheitssystem betroffen. Weil wenn wir schon als Kinder mit Antibiotika vollgeknallt werden und mit Impfungen, dann können sich bestimmte Anteile von uns gar nicht entwickeln. Das heißt, das Gesundheitssystem ist an der Wurzel von einer neuen Gesellschaft. Nicht nur die Erziehung oder die Ausbildung, sondern das Gesundheitssystem muss da schon eingreifen. Das heißt, das Gesundheitssystem muss auch nicht nur ganzheitliche Aspekte betrachten, sondern eben auch die spirituellen Bedürfnisse und die spirituellen Bedingungen vom Menschsein. Und als die dann angefangen haben zusammenzuleben, wurde halt sehr schnell klar, okay, wir müssen neue Formen finden von Zusammenarbeiten, wir müssen neue Formen finden von Zusammenleben, wir müssen neue Formen finden, Beziehungen zu leben, wir müssen neue Formen finden für die Ausbildung und Erziehung unserer Kinder, neue Formen, um uns oder alte Formen uns wieder zu besinnen auch, wie wir mit der Natur in Harmonie und Einklang leben können, wie wir unsere Architektur gestalten, um das zu machen, wie wir mit Energie umgehen, wie wir mit 360 Grad von unseren Lebensverhältnissen umgehen. Eine Neubesinnung in jedem Feld. Jeder von uns ist konditioniert durch die Kultur, in der er aufgewachsen ist, durch die Familie, in der er aufgewachsen ist, durch die Ausbildung, die er gekriegt hat. Und manchmal ist es ganz schön schwierig, aus diesem Kästchen rauszugehen. Ich würde da ganz gerne kurz einhaken, um konkrete Beispiele euch auch zu nennen, die mir fast, ich habe ja vor der Presseagentur 10 Jahre Hochbau gehabt in der Architektur. Und in Damenhur gibt es einen Forschungsbereich, der so mit dem sozialen Verhalten des Menschen und in Bezug auf die Architektur zu tun hat. Und da gibt es zum Beispiel einen Versuch von einem kleinen Haus, das aus einem Drehteller gebaut ist und sich mit der Sonne mitdreht, um zu erforschen, wie der Mensch reagiert, wenn den ganzen Tag lang beim selben Fenster die Sonne reinscheint. Ja. Also das hat mich auch insofern fasziniert, weil wir mit Pflanzen Versuche gemacht haben, die über die inneren Ströme dann Servomotoren angesteuert haben und dann gelernt haben, mit einem Wägelchen der Sonne nachzufahren. Das ist ein eigenes witziges Thema gewesen. Aber das ist ein konkretes Beispiel. Ja. Wer kommt auf die Idee, ein Haus auf einen Drehteller, was den ganzen Tag mit der Sonne mitdreht? Ja. Und dadurch gewisse Verhaltensweisen des Menschen sich auch verändern. Oder was mich sehr fasziniert, ist, weil ich eher dann jetzt mit den medizinischen Sachen zu tun habe, und Psychologie und Alternativmedizin, dieses Konzept von Damanhur, dass es nach dem Freiheitsprinzip ja möglich ist, sich in Partnerschaften wiederzufinden oder nicht, wie man möchte. Und eine gewisse Form oder besondere Form der Partnerschaft ist natürlich, dass geheiratet wird. Ja, und das wird in damanhurianischer Form gemacht. Und diese Ehe ist nur für ein Jahr gültig. Nach einem Jahr ist sie automatisch beendet. Und muss, wenn man möchte, zusammenbleiben möchte, wiederholt werden. Und ich bin einmal als Trauzeuge geholt worden oder gebeten worden und habe das dadurch live miterlebt. Und das war so berührend, weil es ist ein Teil dieses Rituals, dass die beiden, die halt ihre Ehe verlängern wollen, vorher in eine innere Klausur gehen und für sich in völliger Abgeschiedenheit und Ruhe und Kontemplation nachdenken, warum möchte ich mit dem Partner, der Partnerin noch ein weiteres Jahr wieder zusammen sein? Und da schreibt man sich auf. Und mit diesem Zettel kommt man dann zu dieser Zeremonie der Eheverlängerung und liest es sich dann gegenseitig vor. Das ist so berührend, was man dann hört als Teilnehmender, was die einander sagen, was das Schöne, das Besondere, das Wertvolle an dem anderen ist und eben der Grund, wieder ein weiteres Jahr mit ihm zusammen zu sein und nicht mit jemand anderen und so. Also das sind zum Beispiel zwei jetzt so konkrete Beispiele, wo man gedacht habe, da darf ich vielleicht einmal kurz einflechten, darf wieder zurückgeben. Ja, also die Damanhurianer, die Gründer, die haben ziemlich schnell gemerkt, dass sie oft an ihre Grenzen gekommen sind.
durch die Konditionierung, die sie einfach hatten. Und sie haben gemerkt, wir müssen unsere Fantasie und wir müssen unsere Kreativität stärken. Denn wenn wir eine neue Gesellschaft gründen wollen, wenn wir eine völlig neue Art des Lebens zu leben und Gesellschaft aufzubauen erfinden wollen, da brauchen wir irre viel Fantasie. Ohne Fantasie geht es nicht. Sonst wiederholen wir immer nur irgendwas, was wir schon kennen. Und was war das beste Mittel, um diese Fantasie und diese Kreativität zu erüben, zu trainieren und starke Muskeln da drin zu kriegen? Kunst. Alle Künste. Das heißt, Damanhur wurde zum großen Pool, wo sich alle Künste getroffen haben, wo alles entwickelt worden. Tanz, Theater, Musik, Poesie, Literatur, bildende Künste, Malerei, Skulptur, diese ganzen Künste, die wurden entwickelt und jeder konnte ausprobieren, wo seine Talente sind. Und viele Talente wurden gefunden. Viele Talente wurden gefunden spielerisch, so wie Kinder ihre Talente entwickeln und finden, wenn sie spielen. Aus diesem ganzen Spielerischen entstand dann ein ganz wichtiger Körper im Sozialleben von Damanhur, das heißt das Spiel des Lebens. Weil einfach beobachtet wurde, wir als Menschen, wir können hohe Ziele haben, hohe Ziele uns stecken, aber sobald wir irgendwo angekommen sind, machen wir es uns auch wieder gemütlich und richten uns eine Komfortzone ein. Und ganz oft bleiben wir dann irgendwo auf unserem Weg in der Komfortzone hängen. Wenn wir wirklich das höchste Ziel erreichen wollen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Komfortzonen hängen bleiben. Dass es nur Übergänge sind. Die Komfortzonen, das sind Ausruhplateaus, wo wir uns freuen über das, was wir erreicht haben, aber das ist nicht die Endstation. Und um ständige Motivation und Stimulierung zu haben, wie wir uns immer wieder in Bewegung bringen, um weiterzuwachsen, um über uns selber hinauszuwachsen, wurde einfach das Beispiel von Kindern genommen. Kindern werden nicht müde zu spielen und über das Spiel zu lernen. Das heißt, dass Spiel einfach ein menschlicher Ausdruck ist, ein menschlicher Weg ist, ständig zu lernen. Wie kann so ein Spiel aussehen? Also zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kunst ist so ein Spiel dann zum Beispiel das, was sich der Wettbewerb der Künste als Wettbewerb der Künste dann herauskristallisiert hat. Da gab es einfach viele Menschen, die dachten nicht oder die hatten kein Gefühl, dass sie irgendwelche künstlerischen Talente hatten. Und dann wurde dieser Wettbewerb der Künste angezettelt vom Spiel des Lebens, wo einfach in verschiedenen Teams mussten die völlig neue Kulturen erfinden. Die mussten dann in kleinen Gruppen, was macht Kultur aus? Kultur ist eine bestimmte Art, sich zu kleiden, ist eine bestimmte Art, sich zu ernähren, ist eine bestimmte Art von Musik, von Theater, von Literatur. Es gibt viele Aspekte, die eine Kultur bilden. Jetzt stellt euch mal vor, dass ihr eine Kultur erfinden müsst, aus dem Nichts. Ihr könnt sagen, okay, wir erfinden jetzt die Kultur, die es vielleicht auf Venus gibt. Wie könnte denn die denn da aussehen? Oder wir erfinden jetzt eine Kultur, die in irgendeiner Nische auf der Welt sich entwickeln könnte, von der wir nichts wissen. Und da haben sich Kulturen entwickelt, Kulturkonzepte in diesen kleinen Gruppen, die von einem ganz einfachen Zurück-zur-Natur-Konzept bis zu wir wollen in totalem Reichtum, in Hülle und Fülle, in Magie und hohem Wissen eine atlantische Kultur wieder aufleben lassen. Uns gab alle Zwischenfarben, aber in diesem Prozess haben viele Menschen Talente entdeckt, von denen sie nichts wussten, die heutzutage Tempelkünstler sind. In Damanhur wurde der Tempel der Menschheit gebaut von den Bürgern, alles von Hand in den Berg gegraben, ein riesengroßes Bauwerk mit 8 großen Sälen, um nicht irgendwelchen Göttern zu frönen, sondern um diesen menschlichen Weg, diese menschliche Suche nach Sinn
was für einen Sinn hat das Leben? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was machen wir hier eigentlich? Wie kann ich meinem Leben einen tiefen Sinn geben, sodass ich befriedigt bin? Diese Frage wird gewürdigt in diesen Tempeln. Die wird näher beleuchtet, die wird klarer. Die wird über esoterische Gesetze von Architektur, Akustik, Gerüche, über alle Sinne werden da angesprochen. Wenn man durch den Tempel geht, das ist wie so ein Spaziergang durch so ein ganz tiefes inneres Selbst, wo man sich selber erkennen kann. Und diese Talente, die werden eben in diesem Tempel jetzt sichtbar. Mit unwahrscheinlich schönen Kunstwerken, wobei Kunst in Damanhur Gruppenkunst ist. Weil Künstler, das wissen wir alle, die haben auch sehr schnell so ein Künstlerego und sind immer gar nicht so unbedingt bereit zu kooperieren, streichen sehr ihre Eigenart heraus. Und die Idee war, okay, das Paradigma vom neuen Zeitalter ist Gruppe, ist Zusammenarbeit, ist Kooperieren. Dann fangen wir doch jetzt schon damit an. Künstler haben verschiedene Qualitäten. Wenn wir diese Qualitäten zusammenbringen, können wir Gemeinschaftskunstwerke schaffen, die viel schöner und viel atemberaubender sind als alles, was ein einzelner Mensch schaffen kann. Aber es gibt auch noch ganz, ganz andere Arten, dieses Spiel des Lebens einzusetzen. Ganz witzige und intelligente und faszinierende Art ist zum Beispiel, wie in Damanhur neue Bürger integriert werden. Das ist ein großes Problem von Gemeinschaften. Wenn eine Gemeinschaft anfängt und vielleicht die ersten 5, 6, 10 Jahre sich aufbaut, lebt, nur einzelne Leute vielleicht dazukommen und plötzlich massiv neue Leute dazukommen wollen. Weil einfach das neue Bewusstsein, das diese Sehnsucht erweckt in den Menschen, wieder in der Gruppe zu leben. Und es gibt eine große Gemeinschaftsbewegung im Moment. Und wie schaffen wir das, nach 20-jähriger, 30-jähriger, 40-jähriger Gemeinschaftserfahrung neue Leute in Gemeinschaft zu integrieren? Ohne deren individuellen Traum, der völlig neue Aspekte reinbringen kann, zu zerstören, ohne die einfach zu absorbieren, ohne die einfach anzupassen an das, was ist, sondern mit jedem neuen Eingang auch eine Öffnung zu haben, die alles verändern kann, die alles wieder in Frage stellen kann. Diese Öffnung, da drin hat sich Damanhur trainiert über 40 Jahre. Und ich muss sagen, ist wirklich zu einer Meisterschaft da drin gekommen. Es ist, und da gibt's zum Beispiel, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. In den 80er Jahren, da waren ungefähr 80 Leute in Damanhur, die damals gelebt haben. Und da hat das Spiel des Lebens eine Reise gemacht, um viele neue Leute nach Damanhur, junge Leute, mit neuen Ideen, mit neuen Kräften, mit neuen Fantasien. Und es wurde eine ziemlich große Gruppe, die da ankam. Wie kann man so eine große Gruppe dann plötzlich integrieren? Das führt natürlich zu sehr großen Spannungen erstmal. Weil die Gründer, die wollen natürlich schützen, was sie so mühsam aufgebaut haben. Während die Neuen, die sehen sofort die Sachen, die nicht kohärent sind, die Sachen, die man verbessern kann, die Sachen, über die man noch hinauswachsen kann. Und die Alten, die wollen erstmal, die gehen erstmal in Resistenz. Das ist das Normale, was überall passiert. Der Gründer von Damanhur, Falko Tarasako, war ein Stratege. Ein unwahrscheinlicher Stratege. Und der hat gesagt, okay, da ist ein Aggressionspotenzial. Da ist ein Potenzial, wo Menschen aufeinandertreffen, die das gleiche Endinteresse haben, aber Angst kriegen. Angst um das, was sie schon geschaffen haben und Angst, ihren Traum nicht verwirklichen zu können. Und diese Ängste treffen sich und wenn wir mit diesen Ängsten sofort umgehen, dann kann es sofort in eine wirkliche Vereinigung führen. Magst du dazu noch was sagen oder erzähle ich noch kurz die... Ich habe da eine andere Frage an dich.
Okay, also eine dieser Dynamiken war dann zum Beispiel ein Überlebenscamp, wo Teams, kleine Teams von den neuen Leuten, die sich integrieren wollten und von den alten, die schon gelebt haben, die mussten zusammen einen Wettkampf machen im Wald, im Winter, im Schnee zu überleben. Und da stellte sich sehr schnell raus, wer welche Fähigkeiten hat, wer, wie fix die Leute sind, wie klug die sind, wie Aufmerksamkeit, wie viel Aufmerksamkeit sie haben, wie präsent sie sind. Und man hat einfach gemerkt, man hat die Leute schätzen gelernt. In einer Ausnahmesituation. Wenn ich dich gar nicht kenne, dann, das dauert ja ziemlich lang, wenn das dann schon in über 100 Leute geht, bis sich die Leute gegenseitig kennenlernen. Aber in einer kleinen Gruppe, in einer Ausnahmesituation, wo es um Überleben geht, wo du mit einem Rucksack von 8 Kilo in den Schnee geschickt wirst, wo es keine Häuser gibt, wo es nichts gibt, wo du dir überlegen musst, was packe ich in meinen Rucksack ein, um die Woche zu überleben. Wo vielleicht schon, und das war zum Beispiel so ein Vorteil von denen, die schon in Gemeinschaft gelebt haben, da hat sich nicht jeder überlegt, was packe ich in meinen Rucksack. Sie haben sich gesagt, du packst das in deinen Rucksack, ich packe das in meinen Rucksack. Die haben sich gemeinsam schon überlegt, wie können wir unsere Rucksäcke nennen, damit wir alles beisammen haben, was wir brauchen, um als Gruppe zu überleben. Völlig andere Denkweise als einer, der noch nie in Gemeinschaft gelebt hat, der dann denkt, oh Gott, was brauche ich da für die Woche? Was muss ich da einpacken? Und dann über diese, da gab es dann Spielregeln, das waren wirklich zwei Gruppen, die zwei Camps, Überlebenscamps aufbauen mussten, die sich gegenseitig beklauen durften. Die durften sich die Kleider klauen, die durften sich die Schuhe klauen, die durften sich das Essen klauen, die mussten lernen, ihre Sachen zu schützen. Dadurch wurden so viele Fähigkeiten offensichtlich, dass die sich am Ende, nach der Woche, die sich dann so richtig zeremoniell begegnet, wie zwei Naturstämme, die sich gegenüberstehen und sich Auge in Auge sich begegnen, bis sie sich von nahem in die Augen schauen, sich erkennen, sehen, dass der andere in allem, was sie von ihm erfahren haben, so ein wertvoller Mensch ist, dass das, ich umarme den jetzt als Bruder. Und so wurde innerhalb von einer Woche eine Integrationsarbeit geschaffen, die Jahre gedauert hätte, oder vielleicht nie möglich gewesen wäre. Ja? Du hast ja den Namen Nandu Moringa und vielleicht wollen wir mal ganz kurz uns noch anschauen, was hat es damit auf sich, weil du auch gesagt hast, der Gründer hat Falco oder Falke, ja, Tarasoko geheißen, der Löwenzahn. Und welche mythologische Überlegung steht da dahinter, sich Tier- und Pflanzennamen auszusuchen und sie zu tragen? Zu verwenden. Ja, also Nandu, ich weiß nicht, wer den Nandu kennt, das ist ein südamerikanischer Laufvogel. Die Moringa, die ist ja hier präsent, ganz groß. Also der erste Name, der erobert wird in Damanhur, ist der Tiername, kann aber auch ein Fabelwesen sein. Das ist ja in vielen spirituellen, esoterischen Traditionen Brauch, den Namen zu ändern, wenn du ein neues Leben beginnst. In eine neue Frequenz reinwachsen. In Damanhur hat es aber noch einen anderen Sinn und noch eine zusätzliche Bedeutung. Da geht es einfach darum, Damanhur will ein Platz sein, ein Labor, wo ganz viele Dinge erforscht werden, die nicht nur uns helfen in der Gemeinschaft, sondern die Modell für die ganze Menschheit sein können und die auch dazu dienen sollen, diesen Planeten in seiner Transformation zu unterstützen und zu helfen. Wir sind als Menschen ziemlich weit weggekommen vom Tierreich und vom Pflanzenreich. Wir haben das jahrhundertelang zerstört, dahin, dass der Planet jetzt wirklich in Schwierigkeiten ist. Und wir müssen einen neuen Weg finden, mit Tieren und Pflanzen und Naturgeistern, Naturwesen in Kontakt zu kommen. Und da gibt's eben auch dieses, es ist eigentlich auch verbunden mit diesem schamanischen Prinzip vom Krafttier. Also ich kann mir ein Tier suchen, das für mich Eigenschaften hat, in die ich reinwachsen will.
Oder ich kann mir ein Tier suchen, das mich repräsentiert und mich stärkt. Aber indem ich diesen Tiernamen annehme, schütze ich auch diese Tierart vor dem Aussterben. Also dieser Tiername ist nicht nur ein Tiername, sondern der trägt eine ganze Verantwortung hinter sich und auch eine Kommunikation mit der Tierwelt. Und ein besonderes Auge auf die enormen Qualitäten, die Tiere haben, von denen wir lernen können. Mit der Pflanzenwelt genau das Gleiche. Pflanzen, wie Matthias vorhin schon angesprochen hat, sind die Pflanzenforschung ist in Damanhur sehr weit fortgeschritten, die Kommunikation mit den Pflanzen. Wir sind in Verbindung mit verschiedenen Universitäten, die uns unterstützen in dieser Forschung, die uns begleiten in dieser Forschung. Und diese Qualitäten von Pflanzen ganz zu verstehen und in diese, ich muss jetzt sagen, telepathische Kommunikation mit der Pflanzenwelt zu kommen, das ist eben auch eine Bedingung, um harmonisch auf unserem Planeten mit den Pflanzen leben zu können. Ohne Pflanzen gibt's keine Menschen. Wenn die Pflanzen verschwinden von diesem Planeten, dann stirbt auch das menschliche Leben aus. Die geben uns den Sauerstoff, die geben uns die Nahrung. Wenn wir nicht lernen, mit ihnen gemeinsam zu verstehen, welche Bedingungen dieser Planet braucht, um zu überleben, um sich weiterzuentwickeln, haben wir Menschen wenig Chance zu überleben. Pflanzen leben seit Billiarden von Jahren auf diesem Planeten, viel länger als Menschen. Die kennen diesen Planeten gut, die waren fähig, sich anzupassen, sich zu transformieren. Wenn wir mit Pflanzen in eine tiefe Kommunikation kommen, ist es eine Riesenhilfe für uns. Und diesen Pflanzennamen anzunehmen, ist eben auch ein Teil, mit einer Pflanze, die du auswählst, in eine tiefe Verbindung zu gehen. Aber wie man diese Namen kriegt, das ist was ganz Witziges. Das ist nämlich wirklich so ein Spiel wieder, wo ich mir zwar überlege, warum ich diesen Namen will, aber ich muss es dann öffentlich eben begründen, warum ich diesen Namen habe. Und wenn diese Frequenz von diesem Namen, die ich will, von der Gemeinschaft nicht gespürt wird, dann fängt die Gemeinschaft an, andere Vorschläge zu bringen. Und dann kommt es wieder drauf, wie flexibel bin ich? Ich habe jetzt ein ganzes Jahr gearbeitet, um die richtige Frequenz für mich zu finden, welches Tier oder welche Pflanze ich will. Das ist eine richtige Forschungsarbeit. Da muss man sich richtig drauf vorbereiten. Man muss wirklich alles über diese Pflanze und dieses Tier wissen. Und jetzt wollen die mir das nicht geben. Jetzt wollen die, dass ich ganz was anderes werde. Schluck. Wie gehe ich damit um? Also das ist eine Herausforderung an Flexibilität und an Vertrauen. Wie oft kommt es vor, dass wir an anderen Menschen Eigenschaften, Talente entdecken, von denen die Menschen gar nicht selber wissen? Wir nehmen uns doch selber gar nicht so wahr, wie andere uns und eine ganze Gruppe uns in so vielen Facetten wahrnehmen kann. Kann ich vertrauen, dass meine Freunde, dass meine Gemeinschaft eine Frequenz in mir wahrnimmt, mit der ich nicht so unbedingt einverstanden bin, die aber vielleicht wichtig für mich ist? Setze ich mich ins Spiel? Gehe ich damit mit? Entdecke ich da was Neues über mich? Und es wird, manchmal werden das ganz lustige Auktionen, wo dann mehrere Gruppen so Namen schreien und dann wird's ganz spannend, welcher Name kommt da jetzt am Ende raus. Und dann kann es zum Beispiel passieren, ich kann jetzt ein Beispiel geben von einer Frau, die Rose wollte, als Pflanzennamen. Die wollte Rose, um ihre Weiblichkeit zu entwickeln, um das Feminine in sich mehr zur Geltung zu bringen. Aber die Gemeinschaft hat gespürt, sie ist keine Rose. Sie hat eine ganz andere Eigenschaft. Dann sind Namen gekommen, mit denen sie sich nicht identifiziert hat. Und hat sie gesagt, gib mir mal 10 Minuten, ich muss das kurz meditieren. Und dann kam sie nach 10 Minuten und hat gesagt, ich hab's gefunden, ich bin Arnika. Sie ist eine Heilerin. Und jeder hat es gefunden. Jeder hat gespürt, ja, sie ist Arnika.
Und dann waren alle einstimmig für Arnika. Es gab aber auch Situationen, wo jemand Schwan werden wollte. Und er wurde zum Stinktier. Und hat es akzeptiert. Also da geht es wirklich um große innere Flexibilität und die eigene Identität immer wieder in Frage zu stellen und zu hören, was sagen dir denn die anderen über dich? Kann ich das annehmen? Bin ich da offen dafür oder gehe ich sofort in die Defensive? Es ist mir witzig, dass du die Frage jetzt so beantwortet hast, weil ich habe da nämlich mein eigenes Thema damit. Als ich mir auch als nicht in Damanhur wohnender Damanhurianer kann man Tier- und Pflanzennamen für sich annehmen und dann auch quasi als Mentor, als Beschützer für sie in unserer menschlichen Welt für sie zur Verfügung stehen. Und als ich mir dann überlegt habe, was das mit mir, welches Tier da passen würde, bin ich interessanterweise, ist auch in meinem Familienname drinnen, ja, abgedreht worden. Witzigerweise passt das nämlich daher, ja. Habe mir überlegt, der Wolf, weil ich bin jemand, der gerne seine Meinung sagt und auch als Rebell sehr oft aufgetreten bin, mit Behörden mich angelegt habe, als Prozessbeobachter oft dabei war bei dieser ganzen Geschichte mit Joe Kreisel und so weiter, wirklich viel herumgereist bin, um auch die Dinge, wo was Neues ist, solange sie sinnvoll gemacht werden und nicht irgendwo in den wirklich gesetzlosen Bereich abgleitet, da ziehe ich mich dann wieder zurück, aber auch zu unterstützen, damit was Neues, Sinnvolles herauskommt, wo jemand versucht herauszufinden, ob das funktioniert, dann braucht er Unterstützung. Ich brauche es genauso und bin froh, dass es dann eine Gruppierung gibt, die dann hinter mir steht. Und ich habe dann Gerichtsverfahren als Zeuge miterlebt in großen Gruppierungen, wo dann die Betreffenden dann wesentlich besser davongekommen sind, als wenn sie alleine gewesen wären. Das ist so auch der heulende Wolf, der auch zu einer gefährlichen Bestie werden kann und so weiter, aber trotzdem familiär ist und so weiter, weil das sind Attribute, die ich habe, gell? Und habe das in Damanhur zur Sprache gebracht und es ist eine ganz andere Rückmeldung gekommen und an der kiefle ich noch heute. Ich habe den Namen, ich könnte ihn übernehmen, ich muss ja nicht, ja. Und ich habe es bisher nicht gemacht, weil es für mich ein Problem da ist. Und ich überlege mal, was für ein Problem es für mich ist. Sie haben nämlich gesagt, als Vorschlag Lombrico. Ich sage euch gleich, was das ist, der Lombrico. Weil... Der Regenwurm. Weil sie gesagt haben, Matthias, einer deiner Fähigkeiten ist das, dass du als Journalist die ganzen Fachartikel, was sie schreiben, auch in Raum und Zeit, Sondernummern und so, ja, du kannst den Boden aufbereiten. Er wird nahrhafter. Es kommt Neues hervor. Ja, er wird durchsetzt. Ja, es ist eine Lockerheit drinnen in der ganzen Geschichte. Es ist eine Veränderung drinnen. Und das ist ein Attribut vom Regenwurm. Und das Problem, was ich damit habe, ist etwas aus meinem eigenen persönlichen Empfinden meines Lebens. Nämlich, wenn man an so heiße Gebiete rangeht, kann man sich nicht immer durchsetzen. Das wisst ihr alle. Aber diese Momente, wo auf mich draufgetreten worden ist, das sind Momente, die schmerzhaft sind. Und aufgrund des Schmerzes auch lange in der Erinnerung bleiben. Und das ist etwas, was mir am Lombrico nicht gefällt. Und ich arbeite seit über einem Jahr daran, das in mir zu verstehen, dass es vielleicht der richtige Name sein kann und ich mich aus dem heraus evolviere, weil ich sage, es tritt keiner mehr auf mich drauf. Ich bereite den Boden auf und nehme die Vorteile eines Regenwurms an, der seine besonderen Fähigkeiten hat, wenn die Sonne nicht scheint. Scheinbar, sie scheint ja immer. Und mit dem Regen, der sehr viel Veränderung bringt, auch dieses Neue, dieses Fließende hineinbringt, dieses weibliche Element. Gerade so ein grundsätzliches Denken von Damanhur, wo die verschiedenen Fähigkeiten miteinander verbunden werden, wo es möglichst keinen einzigen Bereich gibt, wo irgendwer oder irgendetwas ausgeschlossen wird, wo alles respektiert und angehört wird. Und an dem arbeite ich noch, an diesem Thema. Also das ist so auch ein Denkprozess, der da stattgefunden hat innerlich. Und was ist das für mich dann für ein neuer Lebensabschnitt? Lange nach den Weltrekorden und die politischen Geschichten, ja, hier in diesen Respekt, in diesen Demut hineinzugehen. Und dann gleichzeitig war das dann auch, hat zum Beispiel Raum und Zeit mich gefragt, dieses Fachmagazin, kennt ihr,
in der Sondernummer 200 vor einem Jahr einen Fachartikel zu schreiben über die Naturwesen und die Pflanzen. Und wo habe ich das recherchiert? Das habe ich in Damanhur recherchiert. Da sind Informationen rausgekommen. Man kann diesen Artikel auch online abrufen, gell? Das ist unglaublich. Das ist so weit jenseits von dem, was wir bisher in Büchern gelesen haben, was da passiert und wie der Mensch sich eigentlich bemühen sollte, dass er nicht den Anschluss verliert zu der Welt der Naturwesen und zu der Welt der Pflanzen. Wo wir wieder bei der Moringa sind. Möchtest du nur vielleicht für die letzten Minuten ein paar Themen bringen? Ja, also ich möchte noch einen kleinen Emphasis geben auf eben diese Bereitschaft, die er jetzt angesprochen hat, sich selber, immer über sich selber hinauszuwachsen, immer zur Veränderung bereit zu sein. Das ist wirklich eine Voraussetzung in Damanhur. Das ist kein Ort für Komfortzone, um sich da eine Komfortzone einzurichten. Das ist ein Ort für Menschen, die ganz hoch hinaus wollen, die ihr ganzes Menschsein entdecken und entwickeln wollen und nirgendwo stehen bleiben, sondern immer wieder sagen, okay, das ist toll, was wir jetzt erreicht haben, das ist toll, wo wir jetzt gestanden sind, aber jetzt warten ganz neue Abenteuer auf uns. Und das ist aber auch ein interessanter Ort für Menschen, die sich dadurch einfach inspirieren lassen wollen. Ich will nochmal auf die Grundprinzipien irgendwie so zurückgreifen. Also eins der wichtigsten Grundprinzipien ist einfach die Vielheit, die Vielfältigkeit. Das ist ein Grundprinzip, das wir in der Natur beobachten können. Wir wissen alle, dass Mischkultur besser ist als Monokultur. Wir wissen alle, dass die Natur und das Überleben in der Natur von Ökosystemen abhängt. Wird es auch beachtet, wenn wir Gemeinschaften gründen, wenn wir politische und soziale Systeme erdenken, dass wirklich alles miteinander verbunden ist und alles miteinander verwoben ist? Und um zu einer reichhaltigen, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeit für alle zu kommen, Vielfalt notwendig ist. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich habe in einer Gemeinschaft gelebt für Umweltbildung, Umwelterziehung. Und da war natürlich alles ausgerichtet auf Umwelterziehung und Landwirtschaft und Umweltschutz und sowas. Aber das war irgendwie so monothematisch. Monothematisch. Irgendwann hat es für mich nicht mehr gestimmt. Es gibt ganz viele thematische Gemeinschaften, in denen Permakultur oder was weiß ich, neue politische Strukturen erfinden oder neue Sozialmodelle erfinden. Aber das ist das Einzige, was die machen. Das sind Modelle für eine Gemeinschaft. Damanhur hat entschieden, dass jede Gemeinschaft, im Moment sind es 26 Gemeinschaften, die miteinander in einer Föderation zusammenarbeiten, jede Gemeinschaft hat ihr eigenes Projekt. Indem jede Gemeinschaft ihr eigenes Projekt hat, kann ich als Mensch unendlich wachsen in dieser Gemeinschaft, weil ich nicht mehr gehen muss, wenn meine Interessen sich verändern. Ich muss nicht rausgehen aus Damanhur und mir eine andere Gemeinschaft suchen oder woanders eine Nische suchen auf der Welt. Ich kann innerhalb von Damanhur immer wieder Projekt wechseln. Ich kann, wenn ich der Landwirtschaft müde werde, kann ich mich den erneuerbaren Energien widmen. Oder ich kann mich der Erziehung im neuen Zeitalter widmen. Oder ich kann mich der Waldpflege widmen. Oder ich kann, da gibt es 26 verschiedene Projekte. Und wenn ich eine neue Idee habe, brauche ich nur mindestens 5 bis 8 Leute. Wir machen eine neue Gruppe, wir erträumen uns ein neues Projekt, wir stellen das vor und wenn die Gemeinschaft das als nützlich empfindet, dann kann dieses Projekt entstehen, dann findet sich ein Platz dafür. Das heißt, ich kann in der ganzen Vielfalt mich ständig immer neu orientieren, mich ständig mit neuen Interessen beschäftigen. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwo stehen bleiben, dass unsere Identität irgendwann fix ist und starr wird. Und ich bin jetzt die Frau Professor so und so und mein Ding ist irgendwie da, als Mensch bin ich nicht Professor so und so oder bin ich nicht
der Spezialist oder als Mensch habe ich eine ganzheitliche Notwendigkeit, so viele Anteile von mir zu entwickeln. Und in verschiedenen Lebensphasen brauche ich verschiedenes Umfeld, um das in mir entwickeln zu können, um das in mir hochkommen zu lassen, um das in mir zu fördern. Und deshalb ist es so wichtig, diese Vielfalt zu haben, wo ich immer wieder als Gesellschaftsmodell, meine ich jetzt, wo ich einfach ohne jetzt total mein Lebensfeld verändern zu müssen, die Möglichkeit habe, neue Dinge in mir zu entdecken. Diese Vielfalt drückt sich auch darin aus, dass in den Gemeinschaften alle Altersgruppen gemischt leben. Aber nicht nur alle Altersgruppen leben gemischt, sondern wirklich auch alle Gesellschaftsschichten. Da gibt's Menschen, die haben nicht mal eine richtige Schulbildung hinter sich. Die mussten ab 12 Jahren in der Fabrik arbeiten. Es gibt andere Menschen, die haben jahrelange Universitätskarrieren und Doktortitel. Die leben gemeinsam zusammen. Die lernen voneinander. Weil ein Mensch, der einen völlig anderen Lebensweg gehabt hat, ich muss was dazu sagen, normalerweise tendieren wir dazu, uns Menschen zu suchen, die uns ähnlich sind, die ähnliche Interessen haben, die ein ähnliches Bildungsniveau haben und da fühlen wir uns wohl. Das ist wieder so eine Komfortzone. Aber wenn wir immer in diesem Kreis bleiben, dann lernen wir nie das kennen, was uns fremd ist. Während ein Mensch, der ganz anders ist als ich, der ganz anders aufgewachsen ist, der ein völlig anderes Bildungsniveau hat, der völlig andere Interessen hat, der ein völlig anderes Bewusstseinsniveau auch hat, da wo er steht, wenn ich mit dem zusammenlebe und ihn zu schätzen lerne, da entdecke ich was, wo ich sagen kann, das kann man auch so machen, das kann man auch so denken. Und da wird dieses ganze Starre, das in eine Identitätsfindung oft reinkommt, ständig aufgebrochen und erweitert. Und dadurch, das wird zu einem inneren Reichtum, der dann einfach nicht mehr immer auf der Defensive ist. Wir sind immer so schnell in der Defensive, verteidigen das, was wir für richtig halten, was wir gelernt haben, was von dem wir überzeugt sind. Und dadurch entstehen Kriege in der Welt, durch Überzeugungen, die aufeinander krachen. Wenn wir nicht anfangen, als Menschen uns aufzumachen zu völlig anderen Überzeugungen, völlig anderen Lebenserfahrungen, anderen Kulturerfahrungen und es an uns ranlassen, ohne Angst, dass wir nicht sagen, sondern, wie interessant. Und wie wäre es, wenn ich das mal auf mich anwende? Und wie wäre es, wenn ich das mal ausprobiere? Und was entsteht da Neues in mir? Und was entdecke ich da Neues in mir? Diese Offenheit zu entdecken, ist wichtig. Also diese ständige Bereitschaft, mich selber zu wandeln, ist wichtig, um weiterzukommen. Und vor allem, um weiterzukommen im Zusammenleben mit anderen. Um nicht an die eigenen Begrenzungen, mit den Begrenzungen von dem anderen zu scheitern. Ja, damit wir keine Begrenzungen für das Programm machen, werden wir jetzt die Bühne verwandeln. Wir danken recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Danke Klaus, danke Alex für eure Unterstützung. Wenn Fragen sind, wir sind ja da. Und die meisten Sachen konnten wir gar nicht ansprechen. Das ist gar nicht möglich. Das war so ein kleines Intro. Wir sind auch beide zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Nandu direkt aus Damanhuren, meine Wenigkeit, der weltreisende Regenwurm. Und bis zu unseren persönlichen Gesprächen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, ich persönlich, ich hätte oder könnte euch den ganzen Nachmittag noch zuhören. Was mich interessieren würde, ihr seid zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne. Was waren eure Ambitionen, was war euer Antrieb, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit euren strahlenden und tollen Persönlichkeiten dieses OKTALK Medienfestival zu besuchen?
Also Klaus hat uns dazu eingeladen und ich habe mir das durchgelesen und ich dachte, das ist wirklich was Schönes. Also das entspricht einfach auch so meinem Geist, dieses Zusammenkommen, Austauschen, Zusammentragen, Neues kennenlernen. Und da trage ich gern meinen Teil dazu bei. Von meiner Seite, Klaus und ich, wir kennen uns ja seit Jahren. Ich durfte auch vor etlichen Jahren schon auch Sendungen für dich machen, bevor andere berufliche Tätigkeiten mich wieder woanders hingebracht haben. Das Interessante für mich war hier diese Kombination auch in dieser Vorbereitung. Wenn jemand direkt aus Dammernhur kommt, einen völlig anderen Alltag hat, ein völlig anderes Leben, in dieser Blase drinnen lebt. Jeder, der schon mal in Dammernhur weiß, was das bedeutet. Man taucht ein in eine so gesättigte, wunderbare, volle energetische Blase, entdeckt andere Träume, wenn man sich dort aufhält, entdeckt andere Fähigkeiten in sich, die Gespräche, die synchronischen Ereignisse und so weiter. Und am stärksten wird es spürbar, wenn man wieder Dammernhur verlässt und auf der Autobahn ist, bei Ivrea, gerade 15 Minuten entfernt, wie plötzlich so diese Bühne sich wieder weiterdreht und andere Kulissen des Alltags wieder da sind. Und meine Wenigkeit, der sich bis jetzt entschieden hat, draußen zu bleiben, im 20. Jahr Dammernhurianer zu sein und immer noch draußen zu sein. Das heißt, diese Dinge hinauszutragen mit einer völlig anderen Dynamik, nicht diese energetische Blase zu haben und ständig mit Menschen zu tun zu haben, die nicht in diesem energetischen Konzept drinnen arbeiten und andere Wahrnehmungen zu haben, das auch zurückzuliefern an unsere Lehrer und unsere Instruktoren in Dammernhur. Von da wieder neue Projekte uns ausdenken, neue Versuche starten, neue Unternehmungen machen, hochinteressante Dinge. Also diese Kombination, das war sehr schön und in dem Sinne darf ich vielleicht auch nur mal extra ein Danke sagen für diese Gelegenheit, die ihr uns mit Okidok hier geboten habt, weil das in dieser Form für uns jetzt eine Novität war. Ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Nochmal einen riesengroßen und herzlichen Applaus für Nandu von Dammernhur und Matthias Wölfle. Ich freue mich sehr, euch um 20 Uhr dann